Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und heute zeige ich euch wieder zwei coole Redstone-Ideen. Aber bevor wir damit anfangen, bitte macht sicher, dass ihr meinen Kanal abonniert habt, dem Video ein Like verpasst. Und ich würde sagen, lasst jetzt mit dem Video anfangen. Wie ihr hier gerade seht, habe ich hier so ein Enchanting Table und dann einfach nur ein Buchregal. Aber wenn ich jetzt hier unter die Trapdoor gehe und hier eine Seite hier so nach rechts gehe zum Beispiel, seht ihr, dass hier noch ein Buchteil, so ein Buchregal aufgetaucht ist. Noch eins, noch eins, noch eins, noch eins, noch eins, noch eins, noch eins. Wie ihr seht, es sind genau 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier dann 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Und mit 16 wären es dann alle. Und dann könntet ihr halt immer verschiedene Enchantments bekommen, je nachdem, die ihr wollt. Um das zu bauen, braucht ihr einfach so ein Buch und ein Quill, ein Trapdoor, Sticky Pistons, Buchregale, so Lecterns, Comparator, Repeater, so Eichenholz, Redstone und so ein Enchanting Table. Als erstes, was ihr tut, ist, ihr macht so ein 9x9x2 großes Loch. Und dann geht ihr so um die in die Mitte, hier, und platziert zwei Blöcke. Und da drauf platziert ihr ein Enchanting Table hier. Und dann platziert ihr hier so Pistons umherum, als ob ihr hier jetzt die Buchregale platzieren würdet. Hier so, 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 so und so. Und da drauf die Buchregale jetzt. So. Und danach platziert ihr hier so ein Lesepult. Und jetzt müsst ihr so ein Buch jetzt schreiben. Ich habe jetzt hier schon eins geschrieben, zum Beispiel. Hier das abonnieren natürlich. Und folgt mich auf Twitch. So, die Video, das Link ist in der Videobeschreibung von meinem Twitch-Account. So, da könnt ihr gerne mich abonnieren. So folgen eigentlich eher gesagt. Und da könnt ihr so meinen Livestreams von All Achievements und so anschauen. Genau. Und das tue ich jetzt einfach mal hier so rein. Und dann hier ein Komparator. Dann braucht ihr hier einen Block. Dann geht ihr hier eins runter, so hier unter den Pisten, platziert einen Redstone-Staub, platziert hier einen Block, noch einen Redstone-Staub. Dann platziert ihr hier zwei Komparator, dann hier einen Block mit Redstone-Staub, dann hier einen Repeater, hier einen Repeater, hier einen Repeater, hier einen Repeater und hier einen Repeater. Und das verbindet ihr jetzt alles mit Redstone noch. Ja, genau, so. Und danach geht ihr hier platziert ihr, sorry, keinen Redstone-Staub, sondern hier wieder ein Komparator mit einem Block, dann noch ein Komparator und dann Redstone-Staub den ganzen Weg hier entlang. Und dann hier ein Repeater, hier ein Repeater, hier ein Repeater und hier ein Repeater. Ihr braucht halt nicht hier einen Repeater hinzutun, weil ihr habt ja den schon mit dem Repeater aktiviert. Und ja, und dann platziert ihr hier noch einen Komparator, hier einen Block, hier einen Komparator. Und dann Redstone stoppt den ganzen Weg hier entlang. Und dann wieder Repeater, Repeater, Repeater und Repeater. Dann hier wieder ein Komparator. Hier ein Block und nochmal ein Komparator. Redstone Staub und dann hier ein Repeater. Und jetzt, wie ihr seht, sind zwei oben. Wenn ich jetzt noch einen umlege, sind jetzt noch mehrere oben. Dann, wenn ich jetzt noch einen umlege, ist jetzt noch einer. Und wenn ich jetzt dann die ganze 16 mache, sollten alle oben sein. Und entweder könntet ihr das versteckt haben oder so. Aber wenn ihr nicht wollt, dann halt nicht. Ich platziere halt immer so eine Trapdoor. Und die könnt ihr dann verstecken oder so. Und dann hier Eichenholz. Warum ich Eichenholz gesagt habe, seht ihr jetzt gleich. Wenn ich jetzt alle weg tue, außer das da. Außer diese zwei. Und dann hier überall jetzt so Blöcke platziere. Hier so. Eichenholz sogar. Dann seht ihr, dass die Buchregale
einfach wegtauchen, so einfach weggehen. Sozusagen, so, man sieht die gar nicht als Buchregale, weil das Eichenholz und das Buchregalenholz genau gleich aussieht. Und damit hättet ihr jetzt euer sozusagen verstellbaren Enchanting-Tisch. Und dann könnt ihr noch dieses Loch hier alles so noch mit Holz oder so zumachen. Oder je nachdem, wie euer Haus aussieht. Und dann wären wir eigentlich hier mit dem Gebäude jetzt fertig. Das zweite Gebäude nenne ich sozusagen eigentlich eine kaputte Tür oder eher eine verdrehte Tür. Zum Beispiel, wenn ich jetzt den Knopf hier drücke, wie ihr seht, geht die Tür so ganz komisch auf. Und wenn ich den Knopf hier wieder drücke, geht sie auch wieder so zu. Ich liebe den Effekt, wie die Tür immer so aufgeht. So in einem Kreuz immer geht es auf. Und das mag ich halt sehr an der Tür und das zeige ich euch jetzt. Um das nachzubauen, braucht ihr ein bisschen Redstone, Sticky Piston, Repeater, Observer, Knöpfe und Redstone-Fackeln. Und das sind dann die Blöcke, so Eisenblöcke könnt ihr euch entscheiden und die anderen auch. Und als erstes, was ihr tut, ist so ein 8x5x3 tiefes Loch zu graben. Und dann geht ihr so hier in die Mitte, so beim 5 hier, so bei der kurzen Seite, und geht hier zwei Blöcke hoch, platziert hier eine Redstone-Fackel, platziert dann hier zwei Blöcke, hier ein Block und dann hier ein Block. Und das da könnt ihr so verbinden. Und dann hier eine Redstone-Fackel, hier eine Redstone-Fackel, da drüber ein Block mit Redstone-Staub hier rum. Dann, wie ihr seht, ist dieses Redstone-Fackel jetzt aus. Und danach platziert jetzt hier, nicht hier, sondern so ein Pissen. Und dann platziert ihr hier jetzt ein Observer mit einem Pissen hier so dran. Hier so. Und der Observer muss dann so. So ein Pissen mit einem Observer. Dann platziert ihr hier zwei Redstone-Staub. Da drüber platziert ihr jetzt zwei Observer, dann ein Block und dann auf dem Block noch so ein Sticky Piston mit einem Block eurer Wahl. Und dann platziert ihr hier ein Piston und nochmal einen Block eurer Wahl. Und danach platziert ihr hier ein Piston mit einem Block eurer Wahl wieder. Und danach geht ihr hier zwei Blöcke hoch, platziert hier einen Block und hier noch einen Block. Und platziert dann hier den ganzen Weg mit Redstone. Und dann noch einen Piston hier nach unten mit einem Block. Achso, wartet, sorry. Es muss hier hin. So, nur zwei Blöcke mit Redstone. Und dann hier einen Block mit einem Piston. Und dann könnt ihr das Redstone noch hier auf dem Piston tun. Und ja. Und jetzt wäre sozusagen euer System jetzt bereit. Wenn ihr jetzt so schauen wollt, ob das alles richtig ist, könnt ihr jetzt so einen Eisenrahmen machen, sozusagen. Dass dann jetzt alles so in einer Reihe ist. Und es würde dann so ein 2x2 Loch bilden, das dann mit den Eisenblöcken verdeckt werden würde. Und jetzt braucht ihr halt sozusagen, wie ihr das auf und zu machen könnt. Lasst mich jetzt schnell erstmal hier so einen Weg bauen. Und um das aufzumachen und zuzumachen, platziert ihr hier neben dem Pisten einen Block und hier neben dem Pisten. So, nicht auf der anderen Seite, wo die Redstone-Fackel ist, sondern eher auf diese Seite mit dem Observer hier. Und dann platziert ihr hier nochmal drei Blöcke. Dann platziert ihr hier Redstone-Staub, 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 Redstone-Staub und nochmal Redstone-Staub hier. Und dann platziert ihr jetzt hier einen Block, so zwei Blöcke und dann ein Knopf. Wenn ich jetzt den Knopf jetzt drücke, seht ihr, das geht jetzt alles zu. Und dann könnt ihr das alles jetzt hier noch schön verzieren, so. So. Und dann, damit niemand das Redstone hier so sieht, könnt ihr dann hier so eine Wand bauen. Und hier so eine Wand. So, so. Und so. Und dann, wenn ihr den Knopf drückt, geht es so wieder so auf und lass mich jetzt wieder so einen Weg bauen hier. Oh, und dann müsst ihr dasselbe
hier hin tun, so hier einen Knopf. Und dann hier zum Beispiel eine Wand wieder. So. Und natürlich, so alle Blöcke, die hier jetzt genutzt sind, sind, ihr könnt es aussuchen, was ihr wollt. So, ihr müsst jetzt nicht mit Stone Bricks oder so machen. Ihr könnt es auch mit Deep Slate Bricks oder einfach nur mit Quarz und so bauen. Es ist eigentlich ein Block. So, alle Blöcke sind eurer Wahl. Und dann könnt ihr zur Verschönerung hier vielleicht solche Stufen, so eher Treppen hin tun. Und dann auf der anderen Seite hier so auch. Nicht so, so. Und dann wäre es fertig. Und wie ich schon früher gesagt habe, ich liebe einfach den Effekt, wie die Tür auf und zugeht. Und ja. Ja, das war's, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bitte lasst ein Abo da. Like dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.